Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shadow the Tomb Raider. Ja, wir sind gerade mal ja, ganz stylisch hier, haben wir beim Baum da oben geparkt, unser, naja, halbes Flugzeug, glaube ich, ist es nicht mehr. Vielleicht ein Viertel oder ein Drittel, naja. Und wir müssen jetzt erstmal nach Überlebenden suchen. Ich glaube, das Flugzeug können wir nicht mehr benutzen. Auch reparieren bringt hier nichts mehr. Oh. Okay, ich kann gar nichts wählen. Das ist beruhigend. Miguel! Alter. Erschreck mich nicht so. Was ist das? Überlebensinstinkt. Ja, ich weiß Bescheid. Das könnte ich gebrauchen. Deswegen nimmst du es auch mit. Was ist das? Holz. Ah. Hartholz. Benutzen Sie Hartholz, um geräuschlose Pfeile herzustellen und für Waffen-Upgrades im Business lagern. Ich bin mal gespannt, wann wir mal zum Basislager kommen. Das ist bis jetzt, glaube ich, der erste von den drei Tomb Raider-Teilen, der. Das bewahre ich für später auf. Wo es wirklich verdammt lange dauert, bis man zu diesem Lager kommt. Beziehungsweise bevor man überhaupt mal sich irgendwie Hallo? Jemand da? aufstehen kann. Ach, jetzt können sie vorher wieder laufen. Hä? Ich. Ne. Wunderblume, Stängel und Blütenblätter einer gelben blühenden Pflanze verbessern die Konzentration. Ah, cool. Wo sind sie? Ich muss sie finden. Sag mal so, Jonah ist geschätzte 100 Kilometer, na, nicht 100 Kilometer, 50 Kilometer von dir entfernt. Zumindest ist er viel früher als du abgestürzt. Kein Wunder, er hätte den schweren Teil des Flugzeuges. Die anderen drei Viertel. Der Berg mit Silberkrone. Ich bin fast da. Ah, ich glaube. Da drüben ist jemand. Ich muss dorthin. Entweder das oder ein Abfahrt gelernt, wie ein Mann das Signalpistole benutzt. Harte Landung. Auf das Leuchtsignal zu bewegen. Sagen wir so, direkt zu bewegen, würde ich jetzt mal sagen, ist nicht so gut. Das könnte schnell tödlich enden. Gehen wir mal weiter. Alter, ich fühle mich so na nackt ohne Bogen. Wow. Ich fühle mich hier so nackt ohne Bogen. Danke. Benutzen Sie Federn, um Pfeile und Outfits herzustellen. Oh. Schnell hoch. Das sieht mir nicht allzu stabil aus. Oh, doch. Brüllaffen. Ist doch nicht gefährlich, oder? Nee. Das haben sie die Nerven immer morgens, wenn man versucht aufzuwachen. Hören sich Brüllaffen an? Das hört sich für mich eher an, als würden da irgendwie Wildsäue rumlaufen. Ah, Feder. Ja, ich weiß, wofür eine Feder benutzt. Das hast du uns gerade auch schon gesagt. Oh. Plopp. Boah. Okay, das sah gerade ein bisschen, das sah gerade viel tiefer aus. Ein Feuer. Hier muss jemand sein. Basislager. Hallo? Ja, Brüllaffen. Miguel! Hört mich jemand? Wo seid ihr? Ach, was ist das?
Ah, es sind Vorratssäcke, okay. Gut zu wissen. Basislager, cool. Ich hätte nicht gedacht, dass der Sturm so heftig wird. Es ist alles meine Schuld. Ich hätte auf Jonah hören sollen. Ich hätte den Dolch niemals nehmen dürfen. Ich hoffe, dass sonst niemand verletzt wurde und kein anderes Dorf zerstört wurde. Ich muss diese Katastrophen stoppen, bevor es zu spät ist. Darf ich jetzt wieder? Ja. Flugzeugwrack. Fähigkeiten, kein Zugriff, kein Zugriff. Okay. Ah, das eine wird wahrscheinlich sein mit Verbessern, irgendwie Waffen und so weiter verbessern. Das andere ist wahrscheinlich Schnellreise. Fähigkeiten. 3 Fähigkeitspunkte verfügbar. Kaufen Sie neue Fähigkeiten durch Erpäerungen Fähigkeitspunkten. Fähigkeiten. Sucher verbessert Laris Erkundungs- und Beobachtungsfähigkeiten. Dann weiß ich jetzt schon, was sie nehmen. Krieger verbessert die Kampf- und Waffengeschick. Und Sammler verbessert ihre Heimlichkeit und Herstellungsfähigkeiten. Fähigkeiten freischalten. Wählen Sie eine Fähigkeit aus einer blauen, roten oder grünen Box aus. Fähigkeiten mit weißem Rand wurden bereits gekauft und gemeistert. Dunkelboxen werden freigeschaltet, wenn eine angrenzende Fähigkeit gekauft wird. Manche Fähigkeiten werden in der Welt gefunden und sind nicht käuflich. Entschuldigung. Das ist ja cool. Erzielen Sie durch Feilschen bessere Preise bei den Händlern? Das ist ja cool. Es gibt ja noch. Sehen Sie Fallen mit Überlebensinstinkt. Wow, Sicht der Eule. Überlebensinstinkte halten länger an, nachdem Lara sie bewegt. Ah, okay. Blick des Adlers. Sehen Sie Artefakte, Monolithen, Archivarkarten, Forschertaschen und Schatztruhen mit Überlebensinstinkt. Nehme ich. Das ist für mich das Wichtigste erstmal. Herzensbrecher. Sehen Sie die Herzen großer Tiere mit Überlebensinstinkt. Herztreffer verursachen massiven Schaden. Trophäe erhalten. Erste Schritte. Mal der Eule. Erhalten Sie die Fähigkeit, Pfeilgift und Toxin von Spinnen und Käfern zu sammeln. Okay. Schritt des Hoazin. Sprünge, Landungen und Stütze sind leise. Nester Viper erhöht die Menge an menschgemachten Herstellungsressourcen, die sie aus jeder Quelle erhalten. Ah, Mist, können wir aber nicht sofort holen. Egal. Das ist Sammler. Automatisches Plündern von Feinden nach lautlos Kills. Okay. Eile des Kaiman. Sie können schnell schwimmen. Ja. Schlag der Schlange. Führen Sie lautlos Kills durch, ohne Alarm auszulösen. Hä? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Schlag lautlos Kills durch, ohne Alarm auszulösen. Ja, deswegen macht man es ja, um keinen Alarm auszulösen. Ja, ich kann nochmal hier schauen. Schütze des Pumas. Nach der Wundheilung im Kampf widerstehen sie kurz durch den Schaden durch Feinde. Okay. Das Zielen auf den Kopf eines Feindes aktiviert die Kopftrefferziel. Ja, okay. Muss nicht sein. Erhöht die Zeit des genauen Zielens bei den aufgeladenen Schüssen. Alles offen, sie fallen. Okay. Das war Fallen. Dann mache ich die Fallen nochmal. List der Krähe. Verbessert Überlebensinstinkte. Lassen Fallen in der Nähe automatisch leuchten. Und weiter geht's. Also, wie ihr seht, ich. Ein Teil des Flugzeugs ist hier gelandet. Meine Sachen sind in der Fracht. Ich muss sie losschneiden. In dem Teil des Wracks könnten scharfe Metallteile sein. Die Brühe öffnen. Ich brauche Werkzeug, um das zu öffnen. Ach ja. Entschuldigung. Das ist ja echt gut. Makel mit der roten Blätter in der Wasserpflanze werden zum Heilen. Ah. Ist das ein Tapir?
Oder wie. Doch heißt noch, glaube ich, Tapire, oder? Diese schweineähnlichen Dinger. Ich sage jetzt aber mal Dinger, ich weiß nicht, wie man die sonst beschreiben sollte. Schweineähnliche Tiere, Entschuldigung. Dinger ist ein blödes Wort. Schweineähnliche Tiere. Hi. Wow. Mega unbeeindruckt. Aber irgendwas muss ich damit mal machen. Ah. Wer sucht, der findet. Oh, mir ist gerade was eingefallen. Es könnte vielleicht sein, dass wir irgendwann wirklich mal schnell schwimmen müssen, weil uns vielleicht. Oh, vielleicht weil uns Krokodil hinterher ist. Ah. Okay. Ich hoffe es nicht, aber ich befürchte es. Holz. Ah. Hier kann er hoch. Okay. Alter, still doch nicht so. Wahrscheinlich schon anstrengend, aber du bist doch hier nicht beim Tennis. Wow. Bringt mir jetzt auch nicht viel. Ah. Clefair. Wie willst du das schaffen? Ah. Glück gehabt. Ach so, das ist nicht. Oh. Ja. Egal, gehen wir tauchen. Auch nicht schon wieder. Hilfe. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Los. Hau ab. Hau ab, hau ab, hau ab. Du blödes Ding. Meine ewigen Feinde. Seit dem ersten Mal im Tauchen halt bei Assassin's Creed 4. Boah, ich hab mich so erschrocken, dass das erstmal. Boah, das ist so schlimm. Die Seile durchschneiden und die Ohren so. Ja, so weit war ich auch schon. Aber es ist stumpf. Ich muss es irgendwie schärfen. Ach nö, echt jetzt? Was kommt als nächstes? Das sieht mir nicht gut genug aus. Ja, ich weiß, man muss es schärfen, okay. Das ist nützlich, aber ich brauche mehr. Du hast schon vorher, was weiß ich, wie viel davon gesammelt. Genau, was ich gesucht habe. Nur ein bisschen zu wenig. Ach, das ist ein Kadaver. Oh, benutzen Sie Haut, um in Basislager ein Outfit herzustellen und für Waffen. Upgrades, ah, okay. Das ist ja. Ach, das ist eine Vorratsjacke. Ja, so kann man es auch ausdrücken. Ah, okay. Achso, das sind auch die, das sind auch solche Tapire. Ah. Herausforderungsgrab. Erkunden Sie. Ah. Ich habe alles, was ich brauche. Jetzt zurück ins Lager. Ah, jetzt dürfen wir herstellen. Okay. Ah, ich habe ja keinen Bogen. Okay. Schultern. Ja, ich weiß Bescheid. Okay.
Das muss ich jetzt einfach holen. Wenn ich schon sehe, dann. Ah, Pilze. Krypta entdeckt. Ah, okay. Ah. Ein Bericht über interne Machtkämpfe oder den Spaniern. Cusco gehört Hernando Pizarro, dem rechtmäßigen Vertreter der spanischen Krone. Diego de Almagro wurde gefangen genommen. Rodrigo Orgones ist tot und der Rest ihrer ketzerischen Truppen wurde in die Flucht geschlagen. Wir hatten die Berge überquert und die Küste außerhalb Cuscos erreicht. Orgones stellte sich uns in Cachupampa, einer schlechten Wahl für seine Kavallerie. Seine Falkonette brachten zwar Gonzalos Infanterieangriff ins Stocken, aber der Sumpfboden verhinderte, dass seine erfahrenen Reiter daraus einen echten Vorteil ziehen konnten. Unsere königlichen Arkebusiere überquerten den Fluss und entfesselten ihr Höllenfeuer gegen unsere Feinde. Pizarro und Orgones führten ihre jeweilige Kavallerie selbst ins Feld. Unter dem Gebrüll sämtlicher Männer bildeten sich zwei anstürmende Kolonnen, die in vollem Galopp aufeinandertrafen. So etwas hatte ich noch nie zuvor gesehen. Orgones wurde im Chaos der Schlacht getroffen, vom Pferd geworfen und getötet. Der Feigling Almagro zog sich angeblich auf einem Esel vom Schlachtfeld zurück. Wie passend. Ein Auszug aus Alonso Luis' Tagebuch. Okay, dann lässt das auch noch vor. Ah, okay. Die Spanier waren also auch schon mal hier. Ja, ich versteh's, wir sind low. Mein Gott. Ich sehe doch nicht unter die Nase. Oh! Apropos vor der Nase. Oder unter der Nase. Ah, schön. Ah, ich glaube, das ist. Ich glaube, das war gerade sogar noch bessere Tierhaut. Nein. Ich hol jetzt erstmal die Federn. Ach so, okay. Ach so, okay. Waffenherstellung. Messer. Ah, halten. Provisorisches Messer. Outfits. Vorteile ganz knapp, okay. Leicht oder robust. Ah. Wow. Habe ich jetzt nicht mehr bekommen, oder? Nein. Das müsste scharf genug sein. Schneid dich mal dran, dann wissen wir es auf alle Fälle. Okay. Ich muss jetzt nicht. Ich verstehe es jetzt gerade nicht, aber egal. Ein Logbuch. Das ist das Logbuch unseres Flugzeugs. Miguel hatte sich Notizen über die langfristige Wettervorhersage gemacht. Die nächsten 3 Tage sollten heiß und trocken werden, mit Höchstwerten um die 30 Grad, klarem Himmel und wenn überhaupt nur leichtem Regen. Angesichts seiner restlichen Einträge hätte Miguel uns niemals hergeflogen, wenn die Wahrscheinlichkeit eines schweren Unwetters bei über 50% gelegen hätte. Aber es waren keine Unwetter vorhergesagt, geschweige denn schwere. Tja, das war's wohl zu. Okay. Ich möchte jetzt einfach nur mal gucken, ob es akzeptiert, wenn ich jetzt dahin gehe, einfach so normal selbst das herzustellen. Nein? Okay. Gut, Entschuldigung. Dann machen wir mal unsere Ware los. Irgendwas hält die Vorräte noch. Ah, sie hängen an einem zweiten Seil. Nee, ich dachte, ein Brüller fällt zu fest. Meine Ausrüstung, endlich! Ja, und noch einen Fähigkeitspunkt. Die Kiste interessieren die nicht, aber die lange hier.
Ich sag hier nur. Schöner Bogen. Warum habe ich nicht alles zusammengepackt? Miss Croft? Jemand da? Kommen! Miguel! Wo bist du? Verdammt! Ein Zwitschern gegangen? Ah, endlich. Was haben wir denn hier Schönes? Jacks Tagebuch. Eine Seite aus Jack Forkets Expeditionstagebuch. 9. August. Ich lasse diese Seite hier zurück, um jegliche Fragen zu klären, falls mich auf dieser Suche dasselbe Schicksal ereilt wie die restlichen Mitglieder meiner Gruppe. Mein Name ist Jack Fawcett. Ich bin am 20. April 1925 mit meinem Vater Percival Harrison Fawcett und meinem besten und ältesten Freund Raleigh Rimmel in Chuyaba, Mato Grosso aufgebrochen, um nach Zed zu suchen. Ich bin als einziger von uns noch am Leben. Mein Vater fiel 2 wilden Dschungelkatzen zum Opfer. Raleigh starb durch unsere Sorglosigkeit. Ich selbst bin am Ende meiner Kräfte, weigere mich aber aufzugeben. Mein Vater war überzeugt, dass wir ganz in der Nähe von Zed sind, und ich teile seine Einschätzung. Also lasse ich 2 Gräber zurück und gehe weiter nach Westen, in der Hoffnung, nicht in mein eigenes Verderben zu laufen. Hm. Ja, hoffe mal, dass er es zumindest einigermaßen weit geschafft hat. Ach, das ist nur ein Tümpel. Okay. Komm. Nein. Komme ich hier wieder hoch? Ah, okay. Indigo-Wurzeln. Wurzeln der Indigo-Pflanze verbessern die Wahrnehmung. Entschuldigung. Haut. Ah, okay. What? Ja, der geht weg. Naja, dann würde ich auch sagen, das reicht jetzt mal für eine Folge. Ja, wir haben jetzt schon mal einigermaßen den Dschungel hier durchquert. Besuch, okay, das war jetzt nichts. Das ist jetzt gar nicht so gut. Naja, wir haben jetzt den Dschungel durchsucht, haben uns Ausrüstung, wir haben endlich wieder einen Bogen. Yay. Oh.
ich muss auch hier rumzuspielen. Naja. Ja, das war's dann erstmal für die Folge. Wie gesagt, wir haben den Dschungel durchquert, wir haben jetzt endlich mal ein Basislager gefunden, konnten uns einigermaßen ausrüsten. Und als nächstes suchen wir nach Miguel. Bis zum nächsten Folge bei Shadow of the Tomb Raider. Tschüss und noch einen schönen Tag. Euer Happy Man.